25 Kilogramm für die Ungarin. So, kann sich jetzt die Führung zurückerobern. So, was uns so ein bisschen stutzig macht, wir sahen jetzt Slivenko hinten, die hat immer noch nicht mit der Erwärmung begonnen. Jetzt erstmal kurz lang hier, jawohl, solide, ordentlich und auch den drin. Ich habe offiziell im Wettkampfsystem abgemeldet, ist sie noch nicht. Ja, lassen wir uns überraschen. Vielleicht sind das ja auch nur in Anführungszeichen Vorsichtsmaßnahmen, dass sie zwar heben kann, aber den Ellenbogen halt immer wieder kühlen muss, weil er doch etwas schmerzt. Wir bleiben sehr gespannt. Ah, ein bisschen Zeit hat sie ja noch, von 123 bis 140. Dauert noch ein wenig. So, Eva Mister, 123 Kilogramm. Also 3 Kilo Steigerung wäre Rang 2 im Stoßen. 11 Versuche müssten es noch sein bis zum ersten von Slivenko, wenn ich das so richtig überschlage. Also da sollte man schon langsam mit der Erwärmung beginnen, oder? Schiebt langsam an, aber haut sich dann doch irgendwie drunter. Good lift. Ja, bringt es aber mit dieser Technik, ja, die Kampfrichter immer in Verlegenheit, tatsächlich doch mal rot zu drücken. Es sieht ein bisschen immer grenzwertig nach Nachdrücken aus. Hier alles in Ordnung. Ellenbogen sind weit genug oben, berühren also nicht die Knie, somit kein Problem. Ja, dann flattern die Ellenbogen immer so ein bisschen. So ein Mini-Nachdrücken ist schon zu erkennen.